Er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, der tut das nicht. Offenbar leidet er an Schizophrenie. Noch dazu wird er von seinen Vorgesetzten ständig gedemütigt. Und schließlich betrügt ihn auch noch Marie. Red er doch was, Wojciech. Ja und nein. Ich philosophiere schon wieder. Aber ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Habt ihr richtig schön gemacht. Bin stolz auf euch.